yet? There you are. Thank God. You're all right. I was so worried. Oh, yeah. That thing almost got me. What the hell is it? It came from shame. From helplessness. From rage. Rage? It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. I won't let it hurt you, I promise. Why don't you tell me something about this place? It's the day room. We used to play here. With Richard? Is he one of your friends? No. But he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he? A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. I remember. Marianne, I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No, don't tell them. Don't tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No! No, Marianne! The Sadness! Never again! Why did you bring me here? It was then I realized there was something she wanted me to see with my own eyes. Okay. Gucken wir mal, was hier noch so. Und zapp, zapp, die Haut ab. Richard? Are you there? Richard! Gather round, children. I want you to meet Lillian. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Your friends? Oh, Lillian, I promised your father you would spend some time with the other children. Friends? Okay, Lillian heißt das Mädel. Hey. Ich habe ein paar Jahre damit verbracht, ihn in die richtige Richtung zu lenken. Versucht, ihn dazu zu bringen, sein Potenzial zu erkennen. Er weigerte sich immer wieder und behauptete, dass er kein Maler sei und dass er unsere kleinen Treffen eher als Therapie als künstlerischen Ausdruck betrachtete. Ja, eher als Therapie als künstlerischen Ausdruck betrachtete. Irgendwann hatte ich ihn dann soweit. Er willigte ein, sich bei der Universität einzuschreiben, aber nur unter der Bedingung, das Fach selbst aussuchen zu können. Und so begann sein Werdegang als Architekt. Zuerst war ich eher skeptisch, weil ich dachte, dass er wahre Größe zugunsten bloßer Kompetenz aufgibt. Aber tief in meinen Innern war ich wohl froh, dass die Person gewesen zu sein, die seine Vision zum Leben erweckt hat. Und dann hat er sie getroffen. Unsere Malsitzungen wurden immer seltener. Er brauchte meine Hilfe im Umgang mit seinen inneren Dämonen nicht mehr. Die Betonung war schlecht.
Ich habe es so gelesen, als ob er jemanden getroffen hätte. A sheet of music. Oh. Well, at least part of it. Ja. Dann sehe ich ja schon unsere nächste Aufgabe. Thomas, ich war immer erstaunt über die Komplexität seiner Vorstellungskraft, fasziniert von den surrealen Traumlandschaften, die sein Geist wirkt. Die Art, wie er sie beschrieben hat, in den kleinsten Details. Es war, als hätte er tatsächlich alles miterlebt. Als ob etwas oder jemand einen Schleier beiseite zog und ihm einen Blick über den Rand unserer Realität hinaus erlaubte. Ein Engel? Ein Dämon? Gibt es da wirklich einen Unterschied? Für mich spielt das keine Rolle, seine Visionen wurden auf meiner Leinwand lebendig. Manche würden sagen, ich habe den Jungen benutzt, um meine schwindende Kreativität anzurufen. Aber wie hätte ich das nicht können? Diese einzigartige Perspektive, diesen unendlichen Quell der Inspiration ungenutzt zu lassen, das wäre eine unverzeihliche Sünde. Verschlossen wahrscheinlich. Wer hätte das gedacht? Könnte fast meinen. Ich hab's gewusst. Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but... All right. I'll take care of him. Hollow like a puppet. Isn't that what sadness said? Hmm. Okay. Ich hätte gedacht, dass hier in der Mitte irgendwas ist. Anscheinend nicht. Ich weiß nie, wo ich wirklich hingucken soll, ob nun unten oder oben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich was übersehen habe, nur weil ich oben hingeguckt habe. Ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Ein einfacher Fabrikarbeiter, noch mehr Junge als Mann. Mit seinen großen Augen hat er ständig über die Schulter geblickt, wie ein verängstigtes Tier. Seine Eltern sind im Warschauer Aufstand ums Leben gekommen. Von dem, was er in den folgenden Jahren durchgemacht hatte, wollte er nicht sprechen. Und ich habe ihn noch nicht nie gedrängt. Aber bald war klar, dass er sonst niemanden auf der Welt hatte. Es war sofort eindeutig, dass er trotz seiner jungen Jahre Dinge gesehen hatte, die niemand in seinem Alter sehen wollte. Ich wusste sofort, dass er etwas Besonderes war. Mhm. Klingt Gott sei Dank nicht so, als wäre er irgendein verrückter Irrer gewesen. Der das Leid eines anderen Menschen ausgenutzt hat, um aus in irgendeiner Art und Weise Profit daraus zu schlagen. Okay, da kommt irgendein Text, aber ich weiß nicht, was es ist. Achso, sie hat geredet, ohne zu reden. Es wurde zu einer Gewohnheit von uns. Wir setzten uns mit dem Skizzenbuch hin und dann schloss er die Augen und begann zu reden. Er beschrieb all die Dinge, die er vor seinem geistigen Auge sah, vom Grauen und der Schönheit der Welten jenseits unserer eigenen. Was als unschuldige Fantasieübung begann, wurde zu einer bodenlosen Quelle der Inspiration. Meine Hand konnte nicht ruhen und ich zeichnete wie besessen, während er das Unbeschreibliche beschrieb. Eine Zeit lang fragte ich mich, warum er so darauf versessen war, seine Vision mit mir zu teilen. Sie schien ihn zu belasten, eine Quelle starken Schmerzes und großer Verzweiflung zu sein. Aber schließlich verstand ich es. Er wollte sie mit jemandem teilen, der sie als eine Quelle der Schönheit verstand und nicht als Wahnsinn. Okay, damit muss ich anscheinend irgendwas machen. There's a sense of loneliness. Okay. Loneliness. Ich habe hier alles gefunden, würde ich sagen, oder? Ich werde
aus dem Globus wahrscheinlich wieder eine Lichtquelle machen können. Würde ich mal jetzt ganz stark vermuten, weil sie hat keine Energie. Das kommt in den Globus. Jetzt ist so die Phase, wo man okay, ich kann hier, hab hier nichts. Die Phase, wo man das, was man bisher jetzt gelernt hat, nochmal zeigen kann, dass man es gelernt hat. Gehen wir wieder dahin, fügen das Teil ein. Aha. Nein, 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 nein. Nein, aber auch verdammter Mist. Auge bewegt Stirn, Stirn bewegt Auge und Nase. Du bist doch die Stirn, würde ich sagen, oder? Okay, warte, ich muss das noch eins nach oben machen. Dann kann ich nämlich das. Dann kann ich das. Dann kann ich so. Dann kann ich so. Dann kann ich so. Nein, 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 nein. Ich habe mich einmal verklickt. Ich will das. Verdammt, da Mist! Ich hatte die Idee. Ach, das ist ein Mund. Oh mein Gott, das ist ein Mund. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Stirn. So der obere Kopfrand. Ja, okay.
Moment, warum kann ich da jetzt nicht durch? Ah. Wieso kann ich das nicht aufheben? Habe ich es nicht weit genug geschoben? Da kamen wir, ne? Hier komme ich dann raus. Ist ja gar nicht so schwer. Wenn man den Mund auch nicht als Stirn sieht. Es fehlt leider noch ein Musikstück. I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But the bad parts, they're always there, aren't they? You're a very smart girl, Lily. You know that. You're special. Her voice, is that sadness? Merkst du es jetzt erst? Aha. Spark's too weak to absorb. Okay. Missing something. Das Musikstück, alles klar. Easy. Der große will anscheinend nicht kommen. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder who he meant by them. So, that's how you found him? Yes. He was just lying there. Mr. Eckovich? I'm sorry. He was a friend. I just... need a moment. That's not true, Thomas. You thought he... deserved it.
Als er sich verlobt hatte, haben wir uns eine Zeit lang auseinandergelebt. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich wohl eifersüchtig. Ich hatte ihn nicht mehr ganz für mich allein. Mit der Zeit gewöhnte ich mich aber an sie. Sie fiel mit ihrer Schönheit und mit ihrem Intellekt auf. Irgendwann akzeptierte ich, dass er das wahre Glück gefunden hatte. Die wahre Liebe, stark und rein. So rein, wie sie nur sein kann, denke ich. Ich wurde jedenfalls nicht länger gebraucht. Als das Projekt begann, das letztendlich unter dem Namen Liva bekannt werden sollte, zog ich alle Fäden, um ihm das zu geben, was er wollte. Obwohl ich wusste, dass es einen noch größeren Keil zwischen uns treiben würde, wollte ich das Beste für ihn. Er war so etwas wie der Sohn, den ich nie hatte. That should be all the pieces of the score now. Und jetzt ist der Große da, ha? Huh? Unser Freund. Nicht? Jetzt haben wir es hier durchgeschafft. Da draußen ist eine riesige Hand. Da sind zwei riesige Hände. Ich war am Ende. Sie mussten mich gehen lassen. Mich, Richard Tarkovsky. Meine Arbeit war auf den ganzen Kontinent angesehen. Sie sagt, meine Vorstellungskraft kenne keine Grenzen. Mein Name allein steht für die schönen Künste. All das bedeutete diesen seelenlosen Bürokraten nichts. Für sie war ich nur eine Belastung, ein Quell gefährlicher, liberaler Ideen. Ich fühlte mich so betrogen, ausgelaugt. Ich musste raus. Fort von der leeren Abartigkeit der Stadt. Aber das Wichtigste, ich brauchte einen Freund. Und so machte ich mich auf die Suche nach ihm. Ich wusste, dass seine Frau vor ein paar Monaten verstorben war. Damals hielt ich es für das Beste, mich nicht in seine Trauer einzumischen. Jetzt hatte ich Angst, dass er es mir übel nehmen würde. Dass ich nicht da gewesen bin, als er mich am dringendsten gebraucht hat. Stattdessen bot er mir ein Zuhause. You're getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. You know, Lily, you remind me of someone. A girl I knew when I was very young. Did you love her? Yes. With a young, innocent love, free of the ferocity of adult lives. Richard? I'm getting a weird vibe from him. Ja, kriege ich gerade auch. Sorrow and something else. Ich habe das Gefühl, Verlangen. Ich habe leider das Gefühl, dass das hier auf eine... Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, das läuft auf ein misshandeltes Kind hinaus. Und der Puppe können wir jetzt sehen, was er gemacht hat. Aren't you a bit old to be playing with dolls? Here, I bought it especially for you. Oh, a ribbon? It's beautiful. Thank you, Uncle Richard. Here, let me. On the other hand. Why don't you do it yourself? What's that? It's like something stirred inside him.
Ich hab da ein schlechtes Gefühl. Und die Hände da draußen gefallen mir auch nicht. No, I didn't mean to. Oh God. What have I done? It feels cold. What have you done? Hat sie einfach nur gekillt? Also, Anführungszeichen einfach nur, ist natürlich... Never felt anything so desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. Damn it! Thought I could protect her. Idiot! What would you think of me? I failed you. I failed us. It's all falling apart. What? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. You want what? Fuck! Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise! Okay, you know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. Well, you know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? What? Thank you.
What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? He's obsessed. What is he? What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. It was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard! How could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back, I'll just... Whoa. Easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. Thomas, I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I don't. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me you didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's a sting inside of me. Shut up. Ah! You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. No one should hear. Knowing what she means to me. Thomas, I swear, I'll go away. You'll never... Wait, but you... No! Let me out! Let me out! Let me in!
cancer spread far enough. Time to cut it out. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist auch ein guter Moment, um hier zu pausieren oder hier Ende zu machen. Es waren jetzt wieder zwei Parts. Ich finde es recht interessant. Ich weiß jetzt nicht, es klang jetzt nicht so, als hätte er sie umgebracht, weil er hat extra gefragt, ob er sie verletzt hat. Also gehe ich mal vielleicht wirklich hier von einer Misshandlung aus. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, es wird definitiv noch kommen. Wahrscheinlich werden wir dann das Buch finden, falls wir es finden. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Haut rein, Leute. Tschö, mit Öl.